So, guten Morgen, ihr Lieben. Heute haben wir wieder mal einen Badetag. Ich halte mich hier ein bisschen zu. Und zwar baden wir heute die kleine Melli mit Augen. Ich habe sie ja mit geschlossenen, mit offenen Augen. Dazu muss ich aber sagen, das Köpfchen ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Er ist mir unter der Formgebung geplatzt unten drunter. Und natürlich ist dadurch der Abdruck auch noch mit in der Form drin. Also ich werde die Nelly vielleicht noch mit offenen Augen noch einmal haben. Ansonsten muss ich halt dann wieder neue Köpfe machen. Also die gibt es dann bloß noch eventuell einmal noch. So, die Melli hat auch einen anderen Körper wie die anderen Babys. Also sie hat eher so ein bisschen gestreckte Beinchen. Moment. Eieiei. Ja. Alles wollen wir ja nicht zeigen. So. So, ne? Sie hat nicht ganz so stark angewinkelte. Sie hat sie eher so ein bisschen nach unten. Dann ein Fäustchen. Und einmal so die Händchen. Ne? So. Genau, und sie gibt es natürlich auch als Junge. Und wie gesagt, das hauptsächlich dann mit geschlossenen Augen. Ja. So, jetzt machen wir erstmal schönes warmes Wasser rein. Aber bitte nicht heiß baden für Babys, gell? Immer nur schön, wie man normales Baby auch badet. So. Wundert euch nicht, warum die Melli so ein bisschen hier so offen ist, aber sie ist halt ein, nach Mami-Wunsch, ein Baby, was das Köpfchen drehen kann, ne? Mit einem flexiblen Kopf. Genau. Na komm her, Schatz. So, jetzt muss ich sie auch nicht sauber machen, von Fusseln befreien, cool. Füßchen. Das ist also wirklich die Form, da ist die Füße sind wirklich toll rausgekommen, muss ich sagen. Bei den Fingerchen, naja, da war die eine Seite nicht so gut, das habe ich dann nochmal neu gemacht. Aber beim nächsten Mal, denke ich, wird es gut werden. So. Die ist natürlich top hier, die Hand, das ist klar. Ja, es ist immer irgendwo was, da kann man nichts machen. Oder hier von der Form, das ist so ein bisschen unruhig hier. Aber das tut ja nichts ab. Deswegen ist das Baby ja nicht kaputt. Ja, es ist halt einfach so beim Gießen. Na, wie die Form halt ist. Ja, Schatz. Genau, wie die Form halt ist. Ja. So, das Schnittchen. Das kleine Schnittchen. Mal auch waschen, ha? Ja, wenn wir da auch waschen. Hm, naja, gut. Ich meine, ja, beim Gießen kommt halt immer drauf an. Ich nehme gern EcoFlex 20. Und ja, sie sind eigentlich ganz weich durch das EcoFlex 20, aber manchmal nehme ich auch Gemisch zwischen 30 und 20. Damit die doch nicht ganz so wabbelig sind, weil das mag nämlich auch nicht jeder. Also man muss immer so ein bisschen einen Mittelweg finden. Außerdem, ihr Mamis wollt das wirklich hundertprozentig dann weich haben. Das muss man halt dann immer vorneweg schon wissen, bevor man sie, dass man sie dann auch weich für die Mami gießt. Ne? Genau, dass man sie für die Mami weich gießen kann. So. Ja, ihr könnt jetzt die Melli verfolgen. Mit dem Bemalen und allem. Aber erschreckt nicht. Wie gesagt, ich muss den Kopf dann abmachen, damit ich sie dann dementsprechend bemalen kann. Und dann liegt halt der Körper immer einzeln da mit. Da, das kleine Püpschen. Ja. So. Es hat natürlich der Mutti ein bisschen Zeit gekostet mit der Kleinen, weil ich musste sie ja die Tüllen umstellen für den Kopf, ne? Und für innen und so. Das ist immer eine, ja, einfach kann man nicht sagen. Also einfach ist es nicht. Man muss es wirklich auch gut hinkriegen. Weil so, wie gesagt, da können so viele Sachen passieren. Und hier die Tülle, dass es schön abschließt und alles, ne? Das ist halt schön. Man kann halt den Kopf wirklich schön flexibel
nach oben halten und es passiert auch nichts mit dem Kopf. Manche haben Angst, dass der Kopf abgeht, aber das macht es nicht. Ne? Das passiert einfach nicht, weil das ist so fest drin, ne? Seht ihr schon. Und ich mache das dann auch so, dass der Kopf nicht ganz so wackelt. Ich mache die Töne ziemlich, ziemlich weit unten. Und dass das Baby eigentlich, seht ihr schon, dass es den Kopf richtig gut noch hält. Eigentlich noch ganz gut, ne? Aber manche wollen das halt einfach nicht. Und ich finde es halt schön mit dem drehbaren Kopf. Man kann sie halt auf die Seite tun. Oder wenn ich sie jetzt auf den Bauch lege zum Beispiel. Mehr, du Kleinigkeit. Auf den Bauch lege, dann kann ich natürlich sie auf den Bauch legen, die Hände hoch machen. So, und dann habe ich halt das Köpfchen auf der Seite, ne? Das ist halt der Vorteil für so ein Baby. Aber der Nachteil finde ich, dass man halt am Hals immer ein bisschen ein Tüchlein drum macht oder machen muss. Kommt halt drauf an, wie es wirkt, ne? Wenn man ein Body oder was drüber hat, wie es dann hier abschließt. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe das ja vorneweg nicht gewusst, dass die Mutti das so haben möchte. Und ich mache ja meine Modellierungen eigentlich auch nur für nicht drehbare Köpfe. Aber im Nachhinein kann man das schon noch machen. Aber wie gesagt, es dauert halt einfach seine Zeit. Und die Mami ist halt hier, die mit dem Baby, sie hat lang genug gewartet. Und sie ist halt die Nächste, die dran ist. Ja. Oh, die Scheiß fusseln immer überall. Ja, das zieht es halt immer an, die Fusseln. Man muss halt wirklich die Hälfte der Zeit von der Bemalung oder Viertel von der Zeit von der Bemalung mitrechnen, dass man die Fusseln hier immer abmachen muss. Schlimm. Ja, aber es ist halt so, das klebt halt. Ja, da siehst du, kannst du direkt schwimmen. Ja, Baby schwimmen, mach mal. Baby schwimmen. Baby schwimmen. Ja, Baby schwimmen. Ja. Deine Mama wird Freude mit dir haben, du. Ja, wenn du schon mir gefällst, dann ist schon, wenn die Inige herumspielt, hä? Genau. Und sie ist so handlich. Also ich weiß nicht, mit der Größe kümmere ich mich am besten zurecht. Als die ganz großen, wie die Lina oder die Alina, die sind schon mega groß, ne, ihr gegenüber. Und ich müsste dann nochmal total messen. Ich glaube, die ist so 46, 45. 46, wenn man Beinchen dann noch ausstreckt. Ja, sowas ist sie. Eine richtige süße kleine Maus. Aber sie ist schon auch, ich denke mal, sie hat bestimmt fast 3 Kilo. So, jetzt mache ich mal weiter mit der Süßen. Ich muss dann die Augen auch rausnehmen und den Kopf runter und alles. Bloß hier fürs Video, gell? Dass die Mami auch ein bisschen was von ihrem Baby hat. Die wartet schon sehnsüchtig. Sie musste wirklich lange warten, gell? Und es tut mir ja auch leid, weil, aber es waren noch ein paar Aufträge vor ihr. Und jetzt arbeite ich die Aufträge langsam ab. Dann kommen noch 2 Poppy Dogs, die ich jetzt noch fertig habe. Und ja, ich arbeite mich durch, ne? Und wer zuletzt angefragt hatte, der muss halt damit rechnen, dass es ein bisschen länger dauert. So, später nehme ich euch dann wieder mit den anderen Dingen, die ich dann heute eventuell noch mache, weil ich muss, Haushalt. Ja, ich muss einen Haushalt machen, ihr Lieben. Ja, das ist das Los einer Frau, ne? Genau, dass man halt einen Haushalt machen muss, ja, ganz normal. So, meine lieben Gelder, wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch, falls ich kein Video mehr mache, eine wunderschöne neue Woche. Schaut zu, dass ihr stressfrei lebt und holt euch die Sonne ins Herz, weil von draußen mit Sonne ist nichts, ne? Bei uns jedenfalls nicht. Trübe Ding, so schauen wir auch aus, ne? Genau wie das Wetter. Also dann, ihr Mäuse, bis später. Hab euch lieb.